Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem etwas anderen TPA-Video. Zusammen heute stelle ich euch die Infos zum TPA Playoff Draft vor. Mit TJ. Hallo. Hallo. Ja. Der 11. Spieltag ist vorbei. Die Spiele sind vorbei und wir sind jetzt gerade 2 Stunden vor der Watch Party am Aufnehmen, um euch jetzt alles nochmal in Form eines Videos zu präsentieren. Weil wir uns dachten, hey, das ist doch ganz witzig, das zusammen in der Watch Party anzugucken. Ich darf mir 20 Minuten oder weniger meine eigene Stimme geben, das wird super. Jedenfalls, ja, wir kommen erstmal zum... Es sind die Playoffs jetzt dran. So, die Spiele sind fertig, wir kommen heute erstmal auf die Infos zum Playoff Draft zu sprechen. Danach auf die Tabelle... Tatsächlich, wo wir nochmal ein bisschen über alle Teams, also nicht über alle Teams reden werden, sondern euch sagen werden, welche Teams auf welchem Platz sind und welche es leider nicht geschafft haben. Und zum Schluss natürlich kommen wir zu dem, was für die meisten Playoff-Teilnehmer sehr wichtig ist. Wir kommen zur Draft-Reihenfolge für den Playoff-Draft. Der wird nämlich euch auch noch heute gegeben. Gegen wen ihr spielen werdet, könnt ihr im Doc nachgucken, später noch. Ne? Oder wir reden wahrscheinlich vielleicht sogar nach dem Video darüber. Wer weiß, ne? Nach dem Video hier ist immer noch frei. Man kann im Voice-Channel und immer noch über Play reden, ne? Und ja, wir kommen erstmal zu den Infos zum Playoff-Draft. Der Playoff-Draft findet wann statt, TJ? Playoff-Draft findet am 22. Mai statt, meine Kerle. Die Uhrzeit, an welchem es zwar stattfindet, dürft ihr nämlich entscheiden, denn der Draft ist ein Live-Draft. Wir machen einen zweiten, / dritten Live-Draft, welcher halt natürlich kürzer sein wird, weil wir ja nur über 3 Runden 14 Mons picken. Nicht vergessen, ein paar der Regeln, ihr dürft 3 Switches machen, ihr dürft nicht gleichzeitig 2 Megas in einem Kader haben. Bedeutet, wenn ihr euer Mega wechseln wollt, müsst ihr es direkt im selben Tier wechseln. Oder ist, wenn ihr es Tier shiften wollt sogar, erstmal das alte raus, dann das neue rein. Nicht vergessen. Es darf nicht hochgedraftet werden, leider. Manchen hätte es geholfen, mir. Aber, ne? Und insgesamt, nicht vergessen, ihr habt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es ist, glaube ich, nicht so wie. Die Draft-Reihenfolge werdet ihr, wie gesagt, im Laufe des Videos mitbekommen. Und ja, votet also für die Uhrzeit, die ihr wollt, ab. Die Abstimmung müsste jetzt oder bald, jetzt in... im Laufe des heutigen Tages kommen, ne, denke ich mal, und ja, dann kommen wir zum Tabellenreveal, ne, wir kommen zur Tabelle, und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Division an, die wir immer als erstes im Dock hatten. Wir fangen mit Tundra an, glaube ich, ja, klingt nach einem Plan, yes, ja gut, dann, kommt zuerst. Machen wir es abwechselnd, willst du als erstes oder ich? Tabelle oder Draft-Reihenfolge? Tabelle erstmal waren wir. Willst du als erstes, willst du Platz 7 Tundrak vorlesen oder soll ich? Wir machen es abwechselnd immer pro Team. Also, ich mache Platz 7. Okay. Okay, also, Trommelwirbel. Es war ein harter Kampf. Mhm. Ja, ja, ihr wisst es alle. Es war letzter Spieltag, war der Hürde. Und ihr musstet bis jetzt alle zittern. Und auf Platz 7 in den Playoffs sind die Psychedelic Psychos mal wieder, meine Kerle. Und Chins. Im Let's Go. Gut gemacht. Nur Siebter wegen leider Hits. Nicht mal Differenz. Weil die Differenz mit Platz 6 gleich ist. Aber Platz 6 3 Kills mehr hat. Und da wir gewichtet haben, Punkte, Differenz, Kills und dann der direkte Vergleich, ist es leider so, dass die nur Siebter sind. Dadurch nach der Theorie einen etwas schwereren Gegner bekommen mit Platz 2 unserer Division, welches aber immer noch machbar ist, denn alle Teams in den Playoffs sind nicht umsonst in den Playoffs. Es ist, auch wenn man nur Siebter ist und gegen Platz 2 spielt, nicht so, dass es unmöglich ist zu gewinnen. Ja, ein sehr stronger Kader bisher, ja. Okay, abgeliefert. Mhm. Leider nicht so, wie wir es alle getippt hatten, ja. Aber Playoffs sind drin. Come on. Ja, Playoffs sind drin, ihr habt es geschafft und jetzt reicht was in den Playoffs. Wir kommen zu Platz 6, wie gesagt. Ganz knapp vor den Psychos wegen den Kills und überraschenderweise aus einem Nicht-Playoff-Platz aufgestiegen sind. Von ganz oben. Genau. Sind Back on Screen, Franklin und Greninjum. Gut gespielt.
Ihr seid Platz 6, dadurch, dass ihr ein Paket mehr habt als die Psychos. Ihr könnt jetzt auch nochmal zeigen, was ihr in den Playoffs könnt. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass Franklin in den Playoffs ist. Letzte Season war es ganz knapp nicht gereicht. Erste Season natürlich, Franklin hat die Season gewonnen mit Rudy. Zweites hat es, glaube ich, knapp nicht gereicht gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt zusammen mit einem weiteren neuen Teampartner hat es wieder gereicht, mit Greninja zusammen. Und ja, ich denke mal... Gespannt. Ihr habt immer die Karte gerade aufzubessern, auf jeden Fall. Ja. Da kann was Spannendes draus werden. Ja, ich kann auch einen sehr, sehr starken Kader mir da vorstellen. Wirklich sehr stark. Dann kommen wir zu Platz 5. Ja, darfst du. Die Hurricane-Bosse. Spieltag 1 hatten sie den Windgott auf ihrer Seite. Am letzten Spieltag eher nicht. Aber trotzdem in den Playoffs auf Platz 5 sind Bandit Bundlebees mit Robin und dem anderen Typen. Neapolitan mit Robin und, also mit Lissander und Neapolitan, mit Robin und Emre. Glückwunsch zu den Playoffs. Leider mit einer harten Losing Streak zum Ende hin. Ne? Es hätte richtig viel mehr drin sein können, hätten sie ein bisschen mehr solide gespielt zum Ende hin. Aber hoffen wir mal, die Losing Streak zieht sich nicht durch die Playoffs weiter. Jo. Changes sind machbar, auch wenn der Kader schon recht gut ist. Muss man halt gucken, wo man noch ein paar Changes machen kann, um es zu perfektionieren. Oder zu optimieren. Perfekt ist kein Kader. Okay. Kommen wir zu Platz 4 und ich bin froh, dass ich die announcen darf. Wir kommen zu einem Team, einem recht interessanten Team, welches anfangs, glaube ich, so ein bisschen noch gestruggelt hat zusammen. Aber im Laufe der Season wirklich angefangen hat, wie ein Gehirn zu denken und nicht wie 30 verschiedene. Wir kommen zu Pinsy and the Wasp, TJ. Herzlich Glückwunsch zu Platz 4. Sammy, dir auch natürlich. Ein Team, welches ich persönlich auch auf dem Platz 4 bis höher gesehen hatte, von den Spielern her natürlich. Ich meine, letztes Spiel war wild. Ja. So, Lazy Luxury hätte man nicht gedacht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, genau. ja, so. Es war sehr knapp, dass sie nur Vierter sind. Dadurch, dass halt, kleiner Spoiler, Platz 3 so ein bisschen hart gut gespielt hatte im letzten Spiel. Auch da gleich nochmal Props von mir, insgesamt für die ganze Season. Aber insgesamt, Sammy, TJ, stark gespielt. Anfangs irgendwie im Draft und den ersten beiden Spieltagen eure Schwierigkeiten gehabt, ne? Ja, es war aber ein schwieriger Kader. Es war ein schwierigerer Kader, aber ihr habt am Ende alles rausgeholt und mit dem letzten Spieltag natürlich komplett abgeliefert. So, Platz 3. Okay, dran. Und halt dich zurück. Die lieben und netten Shings und Paddis. Ja, Lazy Ducks Race. Willkommen in den Playoffs. Mimin hatte vorhin gesagt bei der ersten Aufnahme, dass ihr das erste Mal dabei seid in den Playoffs. Ja, wir mussten es nochmal aufnehmen, weil meine Audio so ein bisschen verkackt war. Ja, aber das war auf Platz 3. Ja. Also, erstes Mal Playoffs und dann direkt Platz 3. Let's fucking go. Das kann sich sehen lassen. Der Kader Season insgesamt 100-mal besser als letzte Season. Ich mag diesen Kader so unglaublich sehr. Und ihr habt so schön mit diesem Kader gespielt, besonders am letzten Spieltag. Und. Na gut, aber da haben doch die Gegner gechoked. Auch da. Ich meine, wenn man. Ich habe ein ST-Pokémon Prep. Ja, klar, das auch. Aber trotzdem haben sie eine verdammt solide Season gespielt. Und ich muss sagen, Props. Wirklich stark Props von mir. Wir kommen in den Playoffs. Ja. Dann, Platz 2. Ganz, ganz knapp. Der letzte Spieltag ging komplett nach hinten los, leider. Und deswegen. Nur Platz 2, obwohl sie sehr, sehr lange auf Platz 1 waren. Und eine sehr, sehr solide Season gespielt haben. Eine hart solide Season. Die Fluchtgangster. Danke an euch beide, Deku, Noah. Ihr habt eine sehr, sehr solide und schöne Season gespielt. Und ich heiße euch willkommen in den Playoffs. Ihr habt eine. Ja, auch obwohl ich euren Kader jetzt nicht zu stark eingeschätzt habe, habt ihr verdammt hart viel rausgeholt und die meisten aus eurer Division gezeigt, wie es aussieht, gegen einen Megazord-X zu spielen. Und einem Galazapdos. Wenn ihr für den Bann seid in nächster Season, wir voten später. Nein, alles gut. Gott, die beiden für Newcomer sind viel zu gut, das ist nicht erlaubt. Die hacken oder so, keine Ahnung. Und jetzt darf ich endlich announcen. Und zwar Platz 1, meine Kerle. Ja,
Also schon wieder. Es tut mir leid, wenn es jetzt wieder läuft wie jede Season. Aber trotzdem, die reguläre Season wieder halt komplett abgeliefert. Ja. Dion Dragic, Richie und Benny seit 3 Seasons. Erster. Ja, ich muss sagen, wieder Aerodactyl. Ja. Dadurch bin ich Carrie, der besagt, ungemein stark. Aber diese Season noch, also diese Season wirkte es nicht so dominant gefühlt von denen, weil sie halt nicht dauerhaft Erster waren. Aber wenn man so drauf guckt, die haben einen los. Einen. Ne? Ja. Die haben ein einziges Mal verloren. Holy shit. Das ist halt super solide. Ihr dürft euch einmal aufgehen. Auf für, warte mal, wie machen wir das eigentlich mit den Mons für das Logo der nächsten Season? Weil es gibt ja zwei Divisions. Das wird nochmal gemacht. Das wollten wir nochmal, wir nochmal mit dem Mod-Team abklären, wie wir es machen. Die Mons für die fürs Logo klären wir nochmal ab mit dem Mod-Team, müssen wir nochmal uns entscheiden. Vielleicht kommen wir auch nochmal euch darauf zu sprechen. Wir nehmen gerne Vorschläge auch an, ne? Wie ihr es am besten findet, ob es wieder einfach die Playoff-Gewinner machen sollten. Oder diesmal vielleicht die beiden ersten Plätze aus der Gruppenphase. Das war so zwei Gedanken von uns. Wie ihr es am besten findet, vielleicht machen wir auch 3 draus auf einmal, ne? Kann ja auch sein. Das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Mal gucken. Wir kommen jetzt zu den Leuten, die rausgeflogen sind, leider. Wir wollen nämlich nochmal Abschied von allen nehmen und nochmal uns bei allen bedanken, die diese Season mitgespielt haben bei der Tangrak Division. Nämlich dann gehe ich jetzt einfach ein bisschen schneller durch. Wir wollen das Video nicht zu lange machen. Danke an Tobi und Carnage fürs Mitspielen. Besonders, dass ihr es durchgezogen habt, obwohl ihr leider keinen Win bekommen habt. Aber trotzdem, danke, danke. Ne? Auch wenn es ein paar Schwierigkeiten gab, aber dagegen konnte man nichts machen. Besonderen Dank geht an Raptor Noli. Wirklich krass, krass, danke, dass ihr eingesprungen seid für die Turbozianer und dass ihr dennoch noch 2 Kills geholt habt, obwohl ich von Anfang an das Turbozianer-Team nicht so gut fand, aber eure Version schon definitiv ein bisschen mehr, ne? Danke an Vipolux und Joshua, JGK Family fürs Mitspielen, auch eine super solide Season gespielt. Leider halt paar zu viele Wins kassiert, aber dagegen kann man einfach nichts machen. Eigentlich Kader mochte ich sehr und insgesamt schade, aber hoffentlich, wenn ihr nächste Season mitmacht, sehe ich euch dort. Also ich sehe euch spielertechnisch mal ab und zu. In manchen Matches sah es wirklich so aus, ob ihr alles besiegen könntet. In manchen war es halt dann wieder so ein bisschen, aber insgesamt schade, aber krass großes Lob auch und danke, dass ihr komplett durchgespielt habt. Sowieso danke fürs dritte Mal, dass ihr mitgespielt habt. Memotates, Bernie, Paranox, wirklich komplett danke wieder, ne? Auch sehr schöner Kader gewesen diese Season. Leider auch paar zu viele Loses, ne? Aber es war halt irgendwie schade, so. Man kann halt irgendwie... Es ist halt irgendwie schwer, weil aus 12 Teams Platz 7 zu kommen ist halt immer so... Huch, irgendwas reicht leider nie. Und obwohl man gut gespielt hat, das was eigentlich alle gemacht haben von Platz 8 bis 12, fand ich halt, ne? Ja? Du wolltest weniger reden. Ich weiß, deswegen machen wir es so. Und Platz... Und das letzte Team, was rausgeflogen ist in Tandrak, ist leider ganz knapp noch wegen dem Lose in der letzten Woche. Billy und Mauri... Tut mir leid, eure Differenz war zu niedrig. Großes Lob an euch trotzdem für diese richtig gute, solide Season. Ihr wart ja von der Siege Niederlagen positiv, 6-5, aber leider Differenz hat nicht gereicht. Hoffentlich nächste Season. Und ich gehe dann direkt rüber zu unserer Division. Und ich fange mit Platz 7 an. Und holy shit. Ich glaube, schon alleine, weil wir die Spiele jetzt geguckt hatten, und ich glaube, die Person vielleicht mit uns im Voice ist, die ist happy. Also, die beide vielleicht, wenn beide sogar da sind, die sind happy. Die sind happy AF, denn da aus den 12-Punkte-Teams, die einzigen waren, die tatsächlich ein Spiel diese Woche gewonnen haben, geht Platz Nummer 7 bei uns in der Lamus-Division an System of a Clown. Marci Scalani, ihr habt's. Glückwunsch. Sehr schön gespielt. Poco ist zweimal in den Playoffs. Fuck this shit. Dann auf Platz 6. Es war sehr knapp, aber findet Lapras. GG, well played. Ihr seid auf Platz 6. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe mir Lamus Division eher nicht so angeguckt.
wie gesagt, es ist die schlechtere Division, eindeutig. Von schwedischen Wissenschaftlern bestätigt. Also, ja, viel zu sagen, ist er nicht, trotzdem gut gespielt. Kommen wir weiter zu Platz 5. Platz 5 geht an uns, Relax Nexus, let's go. Ich glaube, man muss nicht viel sagen. Halt. Wir haben es irgendwie hinbekommen, Platz 5 zu werden. Durch das harte Training in Season 2 und ich habe jetzt wieder theoretisch die Chance, euch alle abzuziehen, ihr Lappen. Was? Ja. Platz 4, TJ, deines. Ja, Platz 4 geht an Submission Substitutes mit Mega Venusaur, unser Lieblingsmon. einfach verdient da. Gute Plays, gute Differenz, gute Kills auf allen Mons, guter Kader. Ist einfach das durchschnittliche gute. Das ist halt einfach wahr. Ja. Okay, jetzt kommt das Wilde an Lamos Division. Nämlich Platz 1 bis 3. Bis Platz 1 bis 3. Alle waren auf derselben Punktzahl. Und das Wilde war eigentlich nur der Fakt, dass die auf derselben Punktzahl, ne? Sehr, 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 sehr knapp gespielt haben. Beziehungsweise es war sehr, sehr interessant, wie sie gespielt haben. Denn für die einen war es halt so, wir hatten einmal das Match Successor Scissors gegen Why Not Why Not. Was halt bedeutet, einer der beiden kann nicht Platz 1 werden, der andere hat eine Chance. Sollten sie besser stehen als Blabla, beziehungsweise bei Why Not Why Not war es so, sollten sie eine bessere Diff haben im Match als Blabla, bei Successor Scissors war es so, sollte Blabla verlieren. Jetzt kommen wir zur Top 3. Nämlich haben wir auf Platz 3 Blabla. Er hat verloren. Leider. Und ist deswegen Platz 3 mit einer leider sehr frustrierenden Leistung im letzten Spiel. Ja. Es ist halt sehr, sehr, sehr schade gewesen. Mein Herz war leider, ich habe mit dir gefühlt, Blabla, du weißt, ich bin großer Fan. Aber es hat leider nicht für Platz 1 gereicht, aber für einen guten, hohen Platz in der Tabelle und damit auch ein sehr verdientes Mitglied in den Playoffs. Und Platz 2 geht an entweder Why Not Why Not oder Successor Scissors. Nämlich an den Gewinner des Matches geht Platz 1. Der Gewinner war... Der Verlierer war erstmal. Ja. Why Not Why Not leider. Mit einem sehr, sehr knappen Match. Einem verdammt knappen Match. Holy shit, war das knapp. Und dass so ein knappes Match um Platz 1 entscheidet, war halt, ne? Dass am Ende das noch wirklich entscheidet, wer Platz 1 wird. Und damit gehen Rudi und Richard auf Platz 2 und leveln uns zu Picks mit Successor Scissors. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Lamos Division. Levin, endlich mal auf Platz 1, Minion. Levin hat's endlich, nachdem er 2 Seasons hintereinander von Benny und von Richie geschlagen wurde. Mit Sammy. Ja. Und von mir. Und von uns, also. Klar. Jetzt geht es nur noch, sich von den anderen der Lamos Division zu verabschieden. Bedeutet, ich mach's wirklich jetzt kurz und knapp, weil ich will jetzt wirklich, ich hab vorhin bei Antrag aber viel zu viel Zeit beansprucht. Bedeutet, danke an Brot und Florian, Camping Shuckles, ihr habt einen Win, danke, super. Grip and Iron, nächste Season, hoffentlich ein Win, also ein mehr Wins, dass ihr auch in die Playoffs kommen könnt, ne? Jetzt weiter. Ne? Ich will, dass ihr in die Playoffs kommt. TJ auch. Habe ich recht, TJ? Yay. Dann. Auch leider raus sind Nox und Panna, Pierkuchen, nachdem sie einen super soliden letzten Spieltag hingelegt haben. Es hat leider aber nicht mehr gereicht. Genauso hat es nicht gereicht, weil leider sie gegen uns verloren haben. Mystery Fighter. Sehr, sehr schade. Sorry, Jonas, nochmal. Für die paar Hacks im Game. Ich hoffe, es wird nächste Season was, wenn du wieder dabei bist. Dann, zu guter Letzt, leider noch durch den Sieg von Pewkuchen, auch raus, The Little Drummer Boys, Lucario und Shadow. Ich auch bei euch, hoffe ich natürlich. Wir sehen uns nächste Season wieder. Mit den Memes. Genau, die Little Toronto Boys. Aber, damit kommen wir zum letzten Punkt der Draft-Reihenfolge. Die sieht wie folgt aus. Ich werde sie einfach jetzt stumpf vorlesen und die wird dann jetzt hier eingeblendet sein, alle drei Runden hoffentlich. Und ja,
Also, Draft-Reihenfolge, Runde 1. Lobsmog, Relax Rexos, Pinsy and the Wasp, Back on Screen, Flucht Gangster, Why Not, Lazy Luxray, Submission Substitutes, Finet Labras, System of a Clown, Psychedelic Psychos, Bandit Bandit Beast, Beyond Dragic, Successful Scissors. Runde 2 ist dann die Reversed Order, bedeutet... Dieser Double Pick, dann Beyond Dragic, dann Bandit Bandit Beast, dann Psychedelic Psychos, dann System of a Clown, dann Finet Labras, dann Submission Substitutes, dann Lazy Lux. Und dann Why Not, dann Fluchgangster, dann Back on Screen, dann Pinsir and the Coolness and Relax Lexus and Dope Smoke mit dem Last Pick. Und Runde 3 ist dann wieder randomized und es ist First Pick sind hier wieder mit Relax Lexus, dann Back on Screen, dann Why Not. System of a Clown, Beyond Dragic, Psychedelic Psychos, Dope Smoke, Bandit Bandit Beef, Pinsir and the Boss, Findet Labras, Lazy Lux Race, Fluchtgangster, Submission Substitutes und wie das Last Pick, Successful Scissors. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, wir sehen uns bei mir bald zu Spieltag 11 oder nächste Woche zum Playoff-Draft. Und in den Playoffs vor allem. Und in den Playoffs natürlich. Wir haben jetzt noch ein bisschen zu reden und wir gucken uns jetzt wahrscheinlich in Voice einfach mal die Matches an. Das können wir gerne machen. Ich übergebe an dich, Voice Janier. Viel Spaß, zukünftige Viers. Genau. Bis dann.